Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Mit dem Motorola Moto G82 haben wir ein 5G-fähiges Smartphone. Und wer nun in einem Gebiet lebt, wo 5G noch gar nicht so weit ausgebaut ist, oder wer einen Tarif hat, wo 5G keine Rolle spielt, der kann auch auf LTE zurückgreifen natürlich. Und dann sollte man eben, um den Akku zu schonen, die Suche nach 5G beenden. Wie das funktioniert, das Abschalten von 5G, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video wollen wir uns mit 5G bei unserem Motorola Moto G82 5G befassen. Das Gerät ist also 5G-fähig, das heißt, die Thematik um den modernsten Mobilfunkstandard und auch den schnellsten Standard, die ist hier nicht von der Hand zu weisen und wir wollen uns das Ganze einmal genauer anschauen. Das Thema um 5G ist ganz klar, 5G ist noch nicht so weit ausgebaut, dass es flächendeckend erhältlich ist und vielleicht seid auch ihr in einem Bereich wohnhaft oder wo ihr arbeitet, wo 5G gar nicht angeboten wird, dann ist es natürlich irgendwo sinnlos, das Gerät permanent nach 5G suchen zu lassen, denn das passiert im Hintergrund, auch ohne dass ihr das mitbekommt. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier oben bei uns steht LTE ganz klein, ich hoffe man kann es erkennen, LTE Plus und wir haben eben kein 5G, weil unser Tarif das auch gar nicht hergibt. Das kann natürlich eben auch sein, dass ihr zwar 5G erhalten könntet vom Umfeld her, aber euer Tarif das gar nicht ermöglicht, beziehungsweise ihr einen Anbieter habt, der noch gar kein 5G anbietet. Also genug Möglichkeiten, die eben einen dazu bringen könnten, zur Entscheidung zu sagen, ja, dann schalte ich doch 5G ab. Wie geht denn das? Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir müssen dazu einmal in die Einstellungen, wie so oft bei all derlei Einstellungen. Und dann müssen wir hier einmal auf den Menüpunkt Netzwerk und Internet. Da sehen wir schon mobile Daten, WLAN, Hotspot. Also da könnten wir fündig werden, was das Ganze angeht. Und dann haben wir hier Internet, Anrufe und SMS und diesen Punkt Mobilfunknetz. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und ihr seht schon, Congstar ist halt unser Anbieter. Ja, da steht dann natürlich bei euch gegebenenfalls was anderes, wenn ihr nicht auch Congstar habt. Und dann haben wir hier irgendwo unten einen Punkt, bevorzugter Netzwerktyp. Da steht's. Und da sehen wir schon ganz klein darunter 5G, in Klammern empfohlen. Also 5G ist aktiv. Ich klicke da jetzt mal drauf. Und dann sehen wir, wie das Ganze aussieht. Das ist halt werkseitig bei euch auch so eingestellt. 5G ist immer, dadurch, dass es hier auch als empfohlen dargestellt wird, immer aktiv. Jetzt könnt ihr aber sagen, was ich eben beschrieben habe, ja, 5G spielt für mich leider keine Rolle oder auch bewusst keine Rolle, dann könnt ihr das Ganze hier auf LTE umswitchen. Ihr seht dann sofort, dass hier unten bevorzugter Netzwerktyp LTE steht, nicht mehr 5G und hier oben hat sich für mich nichts geändert, denn dadurch, dass wir gar kein 5G angeboten bekommen oder gar nicht in unserem Tarif haben, kann ich ja gar kein 5G beziehen, deswegen hatte ich vorher auch nur LTE und dann ist es ja umso sinnvoller und einleuchtender, dass man das Ganze dann eben umschalten sollte. Ihr habt ja auch noch die Möglichkeit, 3G oder 2G zu bevorzugen, aber ich schätze mal, dass auch ihr dann LTE eher nutzt, alternativ zu 5G. Und genau, wenn ihr das jetzt so einstellt, dann ist es eben für immer gespeichert. Jetzt müsst ihr nur aufpassen, wenn ihr natürlich einen neuen Tarif bekommt oder einen neuen Anbieter, neue Karte, SIM-Karte oder wie auch immer, oder 5G wird auf einmal bei euch angeboten, dann oder ihr seid in einem Bereich, kann auch sein, dass ihr in Urlaub fahrt, in eine Großstadt und da ist 5G präsent und erhältlich, dann solltet ihr natürlich dran denken, dass ihr hier eben zurückkehrt und das Ganze dann auch umswitcht, wenn ihr denn 5G nutzen wollt. In meinem Fall, habe mich an LTE gewöhnt, mir reicht das bisher. Kann natürlich sein, wenn ich dann mal irgendwann 5G das erste Mal nutzen kann, dass ich dann auch sage, oh ja, das möchte ich nicht mehr missen. Aber aktuell, LTE funktioniert wunderbar und fehlerfrei und auch damit lassen sich recht schnell Daten übertragen. Müsst ihr natürlich wissen, wie ihr das handhabt, hängt natürlich davon ab, von den Optionen, wie gesagt. Wenn ihr gar kein 5G nutzen könnt, kann ich euch nur empfehlen, schaltet es aus, denn das belastet euren Akku zusätzlich im Hintergrund, wie auch so viele andere Dinge an so einem Smartphone. Und das ist ein Punkt, den sollte man dann unbedingt abschalten, denn das wird auch an anderen Stellen durchaus empfohlen, dadurch, dass diese 5G-Suche eben relativ, den Akku belastet, weil das halt eben stromintensiv ist, das Ganze. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen und euch eine gute Einschätzung geben, wann und wie und wo sich 5G lohnt und wann nicht. Und wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, tschüss!